So, nachdem ich hier schon fast eine Woche lang arbeite, dachte ich, ich stelle euch mal das Ganze hier so ein bisschen vor. Und zwar haben wir hier die Welpen. Ja, ich kenne mittlerweile schon echt einige Namen, was... Also, ich habe mir das gar nicht vorstellen können. Ich bin hier angekommen, habe die ganzen Hunde kennengelernt und es waren einfach nur Hunde. So, und jetzt hatte ich irgendwie ein paar im Gespann und durfte selber fahren. Und es verändert die Beziehung zu diesen Hunden so krass, wie ich mir das gar nicht vorstellen habe können. Und ja, deswegen bin ich gerade echt ein bisschen traurig, dass ich bald schon wieder los muss, weil es so schön ist. Ich habe das überhaupt, also ich habe mir nie vorstellen können, dass es so schön wird. Ich bin hier einfach nur hergekommen, weil ich eine Woche lang arbeiten wollte und ein bisschen was erleben wollte noch. Und jetzt bin ich hier irgendwie in so einem richtigen Team und man trainiert mit den Hunden und hat so eine Beziehung einfach zu den Hunden aufgebaut. Und jeder zieht an einem Strang und es ist so cool. Auch mit dem Gianni, der hier arbeitet, mit dem verstehe ich mich super. Es waren jetzt immer Rüdiger war da, Tobi war da für einen Tag jeweils. Jetzt ist gerade noch Hauke da, mit dem ich auch schon zwischenzeitlich immer wieder was zu tun hatte. Aber irgendwie, ja, fühle ich mich hier gerade nach einer Woche super zu Hause. Was sehr, sehr komisch ist. Okay, schauen wir mal weiter. Also hier sind ein Haufen Hunde, in den Zwingern sind auch noch ein Haufen Hunde. Dann gibt es hier solche. Das ist der Nack. Der Nack. Stranz würde ich am liebsten mitnehmen. Der Weigert geht immer in sein Häuschen, wenn der kommt. Weigert, komm her. Komm her. Komm her. Super. Es wächst zurzeit halt ziemlich viel. Deswegen ist das Essen von der Regine auch absolut köstlich, weil ganz viel aus dem eigenen Garten kommt. Es ist hier einfach herrlich. Ich sag's euch, wie es ist. Die Landschaft ist atemberaubend schön. Naja, jetzt geht's mal weiter ans Arbeiten. Das muss ich hier nämlich auch. Hallo. Otto! 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 Naja, ich hör jetzt mal auf zu labern und arbeite ein bisschen was. Und ja, in zwei Tagen geht's wieder weiter. I'm so I can't stand. Kannst du auch Slow-Mo filmen? Ja. Auch super Slow-Mo? Wahrscheinlich nicht. Wieso? Weil es so mega cool wäre, wenn du die Kamera hier so auf dem Baumstamm halten würdest. So ganz nah und ich schneide dann direkt vor der Kamera so langsam rein. Jetzt wird's spannend. Heute ist nämlich Trainingsauftakt bei den Hunden. Das heißt, es ist halt wirklich der erste Trainingstag. Die Hunde sind schon seit Wochen, glaube ich, freuen sich drauf oder wissen, dass es bald losgeht. Deswegen wird es jetzt ganz schön laut. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ha ha ha!
Tschüss. Und dann wieder da hinten, da hinten ist so eine Bucht. So, jetzt gucken wir mal, wo wir uns hinfahren. Wenn man jetzt alleine Kanu fährt, sitzt du hinten? Sitzt man am besten? Hinten. Was macht die denn da schon wieder? Alles ins Video, alles ins Video. Was machst du denn da? Mach's gut. Mach's gut. Viel Spaß. Danke. Ich kann ja gerade echt heulen. Ich weiß, dass auch Ziel dieser ganzen Tour ist, dass man nicht so an Sachen anhaftet oder an Momenten. Aber ich bin fertig mit der Tour. Ich bin fertig. Ich habe immer gedacht, ich muss an diesem Nordkap ankommen, das ist das Ziel. Am Anfang war das komplett weg vom, also unerreichbar. Es kam immer näher und jetzt war ich hier auf der Hass gefahren. Und auf einmal habe ich das Gefühl, ich wollte nie woanders hin. Da einfach mitzuarbeiten,
auf der Farm sich um die Hunde zu kümmern, die Hunde vorzuspannen und zu merken, dass man auf einmal eine Beziehung zu den Hunden aufbaut, die verschiedenen Charaktere irgendwie kennenlernt und ja auch in so einem genialen Team mit Gianni und auch mit Björn und Regina zu arbeiten. Ich muss dahin zurück. Ich weiß, dass das nicht das letzte Mal war. Vielen, vielen Dank an euch drei, dass ihr mir das Ganze ermöglicht habt. Ich glaube, ohne die Erfahrung wäre die Tour auf jeden Fall nicht so, nicht das, was sie jetzt ist. Naja. 4 Tage bis Kill bis Yervi, 6 Tage bis Kauto Kano, dann kommen Dani und Corby. Dann bringe ich das mal zu Ende. Dann komme ich wieder hierher.